Vielen Dank an alle, die den Kanal Die richtige Wahl betreten haben. Das Thema des heutigen Videos sind Soundbars. Warum genau diese Geräte Aufmerksamkeit verdient haben, erfahren Sie aus der Übersicht. Es ist ein Gerät, das nicht einfach nur die richtige Wirkung schafft und die Freude von Film und Konzert und so weiter. TV-Hersteller, vor allem im Haushaltsbereich, versuchen nicht wirklich die Klangqualität zu optimieren. Ihre Hauptaufgabe ist das Bild und ein anspruchsvoller Käufer für die Qualität der Audioversion wird sich selbst um den Surround-Sound kümmern. Zum Beispiel wird zusätzlich ein System wie Heimkino installiert. Wenn es für Sie kein Problem ist, ein weiteres Gerät anzuschließen und ein paar Euro zu investieren, dann ist eine Soundbar eine gute Lösung. Links zu allen Produkten finden Sie übrigens in der Beschreibung des Videos. Teilen Sie gerne Ihre Meinung in den Kommentaren mit. Ich bin mir sicher, wir finden für Sie die richtige Wahl. Kommen wir nun zum Thema die besten Soundbars unter 200 Euro. Und ich erinnere Sie daran, vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie kein weiteres Video verpassen. Das erste in unserem Test ist die Hit Compact Soundbar. Die Sony HT-SF200 2.1 Kanal Soundbar ist ein kompaktes Gerät mit Bluetooth-Konnektivität und integriertem Subwoofer. Dank des HDMI-Ausgangs mit ARC kann er an einem Fernsehgerät angeschlossen werden und die S-Force Pro Front Surround Technologie sorgt für höchste Klangqualität. In allen Foren glauben Käufer, dass es sich um eine großartige, kompakte Soundbar von Sony handelt. Es eignet sich ideal für Fernsehgeräte mit einer Diagonale von bis zu 43 Zoll und sorgt für großartigen Sound in Filmen, Spielen und Musik. Der eingebaute Subwoofer sorgt für hochwertige Bässe und das hervorragende Aussehen der Sony HT-SF200 passt perfekt in jedes Interieur. Nachdem Sie die Kommentare auf spezialisierten Websites untersucht haben, können Sie daraus schließen, dass die Benutzer mit ihrem Kauf eindeutig zufrieden sind. Mit der neuen Soundbar des DSB-1000 sitzt der Zuschauer nicht nur vor dem Fernseher, sondern fühlt sich in Veranstaltungen eingebunden und nimmt an der Aktion teil. Es ist viel interessanter, als nur ein Bild anzusehen. Mit 3D Surround Sound überträgt die neue universelle Dolby Atmos Soundbar den Klang direkt in den Kopf. Es ist eine Qualität, die Träume des Kinos zum Leben erweckt. Wenn es einen Wunsch gibt, Romantik, Thriller, Abenteuerfilm auf eine völlig neue Art und Weise zu genießen, sofort in die Handlung einzutauchen, dann ist dies die richtige Soundbar. Die Stärken sind das kompakte Design und die Möglichkeit, Ihre Lieblingsplaylist über Bluetooth zu streamen. Darüber hinaus ist die Grundig DSB-1000 dank des integrierten LED-Displays und der dreistufigen Helligkeitsregelung sehr einfach zu bedienen. Mit diesem Modell erhalten Sie mit dem mitgelieferten Subwoofer noch mehr Klangerlebnisse in der Soundbar. Der Subwoofer akzentuiert die tiefen Frequenzen und erzeugt ein Klangfeld mit tieferen Basstönen und liefert Kinoqualität. Wenn Sie Bässe hinzufügen möchten, um maximal Eintauchen zu erzielen, aktivieren Sie den Bassverstärkungsmodus in der Soundbar. Der mitgelieferte Subwoofer bringt kraftvolle, tiefe Bässe auf eine neue Ebene, indem er den Betrachter oder den Zuhörer mit einem dichten Klangfeld umgibt. Eine einzige Fernbedienung des Fernsehgeräts genügt, um die grundlegenden Funktionen der Soundbar wie Leistung, Lautstärke und Soundeffekte vollständig zu steuern. Das kabellose Hecklautsprecher-Kit verwandelt die Soundbar ohne unnötige Kabel in ein Surround-Sound-System. Käufer auf bekannten Handelsplattformen teilen ihre unvergesslichen Eindrücke und es wird empfohlen, genau auf dieses Modell zu schauen. Die Soundbar 2.1 mit Subwoofer und Soundblaster Clear Dialog und Surround für Fernseher und Monitore ist in der Lage, die Meinung vieler skeptischer Benutzer zu ändern. Käufer, die den Neuheiten folgen, haben es geschafft, die Vorteile des Gerätes zu bewerten und ihre unvoreingenommenen Bewertungen zu geben. Creative Stage V2 verbessert die Klangeinstellungen erheblich. Gemäß den Spezifikationen hat der Hersteller das Gerät mit Soundblaster Clear Dialog und Surround-Technologien ausgestattet, um die Sprachverständlichkeit und den breiten Panoramaklang zu verbessern. Es gibt viele Anschlussmöglichkeiten. All dies verwandelt die Soundbar in ein multifunktionales Soundsystem, um alle Geräte wie Computer, Mobiltelefone, Tablets, PS4-Konsolen und Nintendo Switch zu verbinden. Mit der Infrarot-Fernbedienung können Sie den Ton und die Wiedergabelautstärke einstellen, die Quellen wechseln, die Höhen und Bässe einstellen und Clear Dialog und Surround ein- und ausschalten. Die nächste in der Reihe ist die bekannte Samsung HWT400. Die Soundbar besteht aus zwei integrierten Lautsprechern. Dieses Angebot ist ideal für Benutzer, die sowohl Minimalismus als auch moderne technische Lösungen schätzen. Die Ausrüstung wird oft von Film-, Musik- und Spielfans gewählt.
Alles, was Sie brauchen, um erstklassigen Sound zu genießen, ist ein kleiner Raum unter dem Fernseher. Dieses an der Wand befestigte Modell ist ein ideales Angebot für Menschen, die wenig Platz am Fernseher haben. Das entsprechende Design ermöglicht Ihnen, das Design perfekt zu ergänzen und das Gerät nach persönlichen Vorlieben zu positionieren. Jetzt muss man sich keine Sorgen machen, dass es nicht genug Platz in der Nische gibt. Fazit: Das Modell kombiniert eine praktische und designorientierte Lösung erfolgreich. Es gibt eine praktische Bluetooth-Funktion. Sie können Daten problemlos zwischen Geräten übertragen. Jetzt hört der Besitzer den Ton nicht nur vom Fernseher, sondern auch von einem Laptop oder Smartphone. Die Denon DHT S216 Soundbar ist äußerst dünn gehalten und dabei doch ein vollwertiges Hi-Fi-Komponent. Sie wurde von den Ingenieuren von Denon für überragende Klangqualität bei Musik, Videos und Filmen entwickelt. Trotz ihrer kompakten Größe bietet die Soundbar einen sehr kraftvollen und dynamischen Kinosound. Mit zwei integrierten Subbass-Tieftönern benötigt der Benutzer keinen separaten Subwoofer. Die Soundbar verwendet fortschrittliche Algorithmen von DTS, um eine realistische Simulation von Mehrkanals-Surround-Sound zu ermöglichen. Der DHT S216 kann einfach über einen HDMI-Anschluss mit IRC-Audiokanal oder über einen digitalen optischen Eingang an ein Fernsehgerät, eine Spiel- oder Set-Top-Box angeschlossen werden. Lieblingstitel sind immer verfügbar. Schließen Sie einfach Ihr Smartphone oder Tablet über Bluetooth an die Soundbar an und Sie können Ihre Lieblingsmusik im Internet genießen. Käufer konnten Dolby Digital und DTS Surround Decoder schätzen. Eine realistische Simulation von Surround Sound von einem Blu-ray Player oder einer Spielekonsole. Betrachten wir abschließend die Soundbar des LG SL4. Es ist ein stilvolles und kompaktes Gerät, das die Atmosphäre der Ereignisse auf dem Bildschirm so vollständig wie möglich eintaucht. Ein leistungsstarker Lautsprecher mit drahtlosem Subwoofer sorgt für einen unglaublich klaren Surround und klaren Klang. Das Gerät verfügt über ein Bluetooth-Modul, was bedeutet, dass Sie sperrige Kabel vergessen und sofort mit der Soundbar kommunizieren können. Die Benutzer bemerkten sofort den Unterschied. In den Kommentaren schreiben sie, dass sobald ich mein Smartphone an die Spalte angeschlossen habe und meine Lieblingsmusik mit neuen Farben gespielt wurde. Die Entwickler bieten eine stilvolle und elegante Erscheinung der Akustik, die ihr hilft, sich harmonisch in das moderne Interieur zu integrieren und eine Ergänzung zu sein. Die kompakten Abmessungen ermöglichen eine bequeme Platzierung, wo sie benötigt werden. Falls gewünscht, wird das Gerät sogar an der Wand befestigt. Also, fassen wir es zusammen. Soundbars sind kleine, relative Heimkino-All-in-One-Geräte, die in der Lage sind, qualitativ hochwertigen Klang bei minimalen Abmessungen zu erzeugen. Das minimalistische Design ermöglicht es ihnen, leicht und organisch in die meisten Innenräume zu passen. Selbst die bescheidenste Soundbar klingt besser als die integrierten Akustik von Premium-Fernsehern. Mehr Details, Platz, um den Film so zu hören, wie es von den Machern beabsichtigt wurde. Kann das Musikzentrum ersetzen? Einige Modelle sind auch in der Lage, Musik von Streaming-Diensten zu streamen. Die Hauptsache ist, ein geeignetes Modell zu wählen. Ich hoffe, die Bewertung „die beste Soundbar unter 200 Euro“ hilft bei der Entscheidung. Alle Preise der Modelle, die in der Übersicht waren, sind wie immer unter dem Video. Möchten Sie Ihre Erfahrungen teilen? Hinterlassen Sie gerne einen Kommentar. Vielleicht ist es Ihre Idee, die zum Thema für das neue Video wird. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder auf dem Richtige-Wahl-Kanal.